Weiter geht es, Roller Empire 2. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ein bisschen im Hintergrund die Zeit weiterlaufen lassen. Beinahe 60 Stundenkilometer. Wahnsinn, da muss man dann... Ich glaube, selbst die Männer, selbst die Cowboys und nicht nur die Cowgirls benutzen dann Hutnadeln. Ansonsten der Hut einfach aus dem Fenster geweht wird. Anders geht's nicht. Vor uns die Prärie. Fahrt auf die Berge zu Richtung Cheyenne. Mit der Expressstrecke, die durchfährt, im Gegensatz zu der Cargo-Strecke. Hier deshalb zweispurig, auf dem Rest der Strecke vierspurig, weitenteils. Und wir wollen nochmal, was mein Spielziel ist, fragt RK1800, weil wir ohne Konkurrenz spielen. Das ist insofern, also ich kann es kurz sagen, aber da löst sich, da habe ich gleich eine Rückfrage, nicht nur an dich, sondern an euch. Also unser Spielziel, haben wir uns gesagt, besteht darin, auf dieser riesigen Karte die Ost- und Westküste, Atlantik und Pazifik miteinander zu verbinden. Punkt. Und eine schöne Zeit zu haben. Der Weg ist das Ziel. Aber das Erstaunliche ist ja, sehr, sehr viele Aufbaustrategiespiele, die man eigentlich auch ohne Spielziel spielen könnte, haben welche. Haben nicht nur KI-Konkurrenten, sondern irgendwelche so Limits oder irgendwelche Ziele wie transportiere X Waren oder erreiche in Zeit XY diese und jene Ziele. Einfach deshalb, weil viele Fans dieser Art von Spielen es sonst nicht als befriedigend empfinden, diese Spiele zu spielen. Also es reicht nicht aus, irgendwie was aufzubauen und sich einer schönen Warenkette zu ergötzen oder daran, dass man die Bedürfnisse der Bürger befriedigt und die Städte und die Siedlungen anwachsen und alles voller wird oder dass ein Zufriedenheitsbalken hochgeht. Sondern es gibt viele, viele Spieler von Citybuildern, von Aufbaustrategiespielern, die brauchen da so einen extra Kick, irgendwie so eine Challenge, eine Aufgabe, eine Herausforderung, eine Medaille. Und ich würde gerne mal, ich will mich da überhaupt nicht lustig drüber machen, falls das so rüberkommt. Absolut nicht. Mich würde nur sehr Fragen interessieren bei euch, liebe Leute auf Twitch, vielleicht auch die auf YouTube, zu welcher Art von Spielern gehört ihr? Braucht ihr auch irgendwie noch eine Challenge? Irgendjemand, der euch sagt, hier, das ist eine Hürde, da müsst ihr drüber springen? Oder reicht es euch aus, einfach schön zu bauen, die Leute in euren Städten glücklich zu sehen und so weiter? Boah, 46.000 haben wir gerade bekommen. Fett. Steam Achievements. Guter Punkt von Akira. Einfach Spaß am Aufbau, heißt es dagegen bei Cozy Joe. Abschalten vom Alltag, mein Jack O'Bray, das ist das Ziel, das ich brauche. Und auch Melanie meint, ich bin mir Konkurrent genug. RK setzt sich auch lieber selber Ziele. Und Tante Mimi meint, Real Life ist schon anspruchsvoll und stressig genug. Hier brauche ich keine Konkurrenz. Schön bauen reicht bei Maeva aufs. Und Sander schreibt, da ich hier immer überlesen werde, antworte ich WB nicht. Schade, jetzt hätte ich dich vorgelesen. Kommt darauf an, ob die Mechanik auf Konkurrenz angelegt wird. Achso, Face meint, es geht beides, je nach Art von Spiel und wo es ist. Okay. Alles klar. Okay, also aber es kann auch sein, dass es hier alles andere als eine repräsentative Umfrage ist, weil ihr seid ja bei mir, da ich ganz oft Spiele, die halt wirklich nur und auf eine Weise Spiele, die so zum Aufbauen und Entspannen anregen, haben wir wahrscheinlich hier auch ein etwas einseitiges Publikum hier. So Leute, 10 Millionen und Forschung kommt rein. Jede Menge Forschungspunkte. Schaut euch das mal an. Eine Lady in einem rosafarbenen edlen Kleid mit einer Wumme in der Hand, Schurkenball. Durch regelmäßige Bälle, zu der auch Vertreter der Unterwelt eingeladen werden, erhöht sich die Anzahl der dubiosen Bewerber. Gott, wo bin ich hier gelandet? Nee, wir wollen ja bessere Loks freischalten. Noch ein paar coole andere. Ah, wenn man alte Loks verkauft und neue einkauft, bekommt man mehr Geld zurück. Das nutzen wir. Zuverlässigkeit der Loks erhöhen, da bin ich ein Riesenfreund von.
frühere Sachen haben wir schon alle freigeschaltet. Alles Relevante. Einmal hier, alte Loks verkaufen, kriegt man mehr Geld zurück. Brauchen wir demnächst ohnehin. Den Rest gucken wir später. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir noch weitere Rohstoffe anschließen auf der Hauptstrecke, die wir hier... Oh Gott. Hier gebaut haben. Das heißt, wir schließen hier vorne Getreide an den Bahnhof an und von hier aus kann Getreide auch mittransportiert werden. Das Getreide hier vorne lassen wir mal weg. Eins reicht. Getreide und Mais. Mais würden wir von hier aus bekommen. Hier können wir Mais und Getreide schon mal anschließen und später Obst und Zucker. Milch kommt von hier links. Ein Gleis haben wir auf der linken Seite freigelassen. Okay. Das heißt, die beiden schließen wir hier an und dann ging es hier oben weiter für den Zucker. Einmal so. Holz hier vorne. Gibt es noch eine andere Holzquelle hier in der Nähe? Nein. Erstmal nicht. Oh Gott, dann müssen wir alles hier vorne anschließen. Oder wir teilen das mal auf und sagen, Holz packen wir hier vorne rein, damit sich nicht alles so voll wird. Ja? Das heißt, die kommen alle nach Billings rein erstmal. Das heißt, wir bauen in Billings auf jeden Fall ein Lagerhaus. Das werden wir brauchen für den Umstieg von Sachen. Eine Lagerhalle. Und die werden mitgenommen und dürfen umsteigen. Mais, Zucker und Obst. Und Milch. Mais, Zucker, Obst, Milch. Obst wird erst später dazukommen, aber wir stellen es schon mal ein. Milch wird, glaube ich, noch nirgendwo nachgefragt. Aber hier können wir einen Bahnhof hinsetzen und hier den Zucker und Mais. Und auch das Vieh für die Brauerei wird nachgefragt. Mais ist ein Startbedürfnis in Städten und Zucker auch ein ganz frühes. Oh, das stimmt. Schattenfuchs schreibt bei der Diskussion, die wir gerade hatten, über Aufbaustrategiespiele, dass es schön sei, wenn die Spielentwickler bei dem Spiel beide Spielweisen erlauben würden und fördern würden durch die Spielmechaniken. Eine solche, wo man nur vor sich hin daddelt und einfach schön baut und träumt, dahin träumt einen Abend lang und andere Spielweisen, die man sich so ein bisschen je nach Geschmack und guter Laune oder Laune, Tageslaune, Tagesform und Spielertyp dann wirklich in eine Konkurrenzsituation reinbegibt. Einmal hier oben hin. Und hier vorne war ein Versorgungsturm und den wollen wir hier hinten mit erwischen. Dann geht es einmal hier rein. So, okay. Ich denke, ja. Kurve ist ein bisschen eng. Ach, das ist die andere Kurve, die hier rumzickt, nicht die hier. Hundert reicht locker. Als ob die mehr als eine herkommen. Oh. Hier vorne etwas runter, aber Versorgungsturm bremst ohnehin aus. Einmal bauen. Jetzt mit den Bahnhof auf der anderen Seite. Die fahren hier durch. Das war hier hinten. Da muss man wegen des Zuckers eine Brücke bauen. Da haben wir eigentlich keinen Bock drauf, ne? Also ich nicht.
Will ich eigentlich nicht machen. Wie machen wir das denn dann? Getreide kommt hier rein, Mais kommt hier rein, Wolle kommt hier rein, Zucker von hier. Okay? Wir starten erstmal die Strecke hier. Richtung Billings. Hallo, werde ich träumen. Danke dir. Liebe Grüße, danke dir fürs Cheeren. Popcorn für WB. Sehr freundlich. Und einmal bestätigen. Oh, sieht das hübsch aus hier. Guck mal. Ich habe mal auf den Kauf der Betriebe verzichtet gerade. Werde ich träumen? Cheert nicht nur, sondern cheert mit super coolen, liebevollen Emotes. Das ist Cheeren hoch 3 her. Das ist besonders elegantes Cheeren. Einmal Abfahrt. Hatten wir eigentlich noch eine Anleihe? Hatten wir keine. Prost, gute Fahrt, Chu-Chu. Bitte keine Gender-Diskussionen im Chat. Echt, damit kann man uns den guten Abend hier verderben. Auch haben sie nicht angefangen, sind mal unmittelbar davor. Bitte nicht. Chatmods, bitte nicht. Danke an Pierre. Stundenkilometer. Irre. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, noch niemals im Leben hat sich Mais, glaube ich, so schnell bewegt. Rasender Mais. Die Frage ist, ob der Mais durch den Fahrtwind geröstet wird, tiefgefroren, ausgetrocknet wird oder einfach nur in Begeisterung versetzt wird. Was glaubt ihr, wenn ihr Mais wärt, ein Sack voll Mais oder Maiskolben, was auch immer, und ihr würdet mit 50 Stundenkilometer eurem Schicksal entgegen torpediert werden, nämlich im Bauch von irgendwelchen Bürgern zu verschwinden, würde euch das glücklich machen? Würde euch das verkühlen? Würdet ihr einen Schnupfen bekommen? Würdet ihr sagen, oh, der Tod ist noch schöner als diese Strecke? Oder wie auch immer würdet ihr reagieren? Der Mais poppt auf vor Begeisterung. Ich würde vor Vergnügen aufpoppen. Er wird Popcorn. Ja, anscheinend, tatsächlich. Danke an Eisdrache. Und beim nächsten, der gendert bitte ein, der partout darauf besteht, irgendwas über Gendern hier loszuwerden, bitte einen Timeout geben. Ich habe echt keinen Bock drauf, diesen schönen Abend uns dadurch zu verderben, dass wir über ein etwas komplett anderes ohne Not reden müssen. So, 10 Millionen, wir müssen schnell bauen. Die Millionen müssen weg. Das war das hier vorne. Mais und Getreide hier vorne hin, genau. Hier wird nachher umgestiegen. Wir führen die von hier oben rein.
das hier? Ach, hier entsteht später im Spiel eine Rohstoffquelle, die im Augenblick noch nicht nachgefragt wird. Die wird hier entstehen. Irgendwas, vielleicht Öl. Das könnte sein, dass hier später eine Ölquelle entsteht. Versorgungston nehmen wir mit. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, ne? Doch, es klappt. Da geht's rein. 7% klingt wahnwitzig, ist aber, ich glaube, bergrunter und ist von einer, betrifft keine Expressstrecke, sondern eine, wo einfach Rohstoffe in eine Stadt rein transportiert werden. Ich glaube, das ist bergrunter hier, ne? Das heißt, die kullern an dem Ziel entgegen. Das ist okay. Wir können auch 6. Was ist denn jetzt für ein Problem hier? Oh. Schade, dass es nicht ein Schritt-zurück-Button gibt. Nun, das geht immer noch nicht. Jetzt aber. Das ist die Getreidegeschichte. Jetzt von hier oben kommt Mais mit dazu. Oh, Denkfehler. Wenn wir die Strecke nach oben verlängern, dann kommt der Mais ja von außen hier rein. Das heißt, er braucht ein äußeres Gleis. Da habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Das heißt, das Stückchen hier wird weggemacht. Ich baue erstmal den Bahnhof hier oben hin und dann gucken wir uns das mal an. Oder man macht den so rum rein. Dann geht's schon. Mal gucken, ob das klappt. Ja, das könnte ja auch gehen. Oh lala. Ich glaube doch nicht. Da ist, war ein Gebirge. Das hatte ich übersehen. Das heißt, dann würde ich doch lieber von der anderen Seite rein. Aber von, das wird aber auch nicht so einfach. Vielleicht, wir können auch einen Umweg und hier durch die Täler irgendwie durch, oder? Wir versuchen es mal. Ich probiere mal was aus. Mal schauen, ob das klappt. Das geht nicht. Man kann nicht in freier Wildbahn bauen. Okay. Ob das funktioniert. Und es ist zu verrückt wird und zu teuer. Im Augenblick geht's, trotz des Tunnels, ist gar nicht so teuer. Finde ich aber trotzdem noch ein bisschen hässlich. Da müssen wir noch ein bisschen ran schrauben und drehen und baggern. Grüße an Ritus, danke für ein halbes Jahr dabei sein. Schönes kleines erstes Jubiläum, danke an dich. Tunnel sehe ich natürlich gar nicht ein. Als erstes weg.
58 ist sehr lahmarschig. Das durch Kurven ändern können hier. Na, die Kurvengeschwindigkeitssachen, die sind zu heftig hier. Einmal so. Ja, prima. Maximalgeschwindigkeit. Oh, das ist ja hier nicht zu fassen. Na, am Versorgungsturm werden die ja eh langsamer. Die fahren voll runter. Insofern müssen wir nur aufpassen, dass die nicht ausgebremst sind, wenn die hochklettern. Und darauf kommt es an. Das heißt, die 12, die sind hier zu heftig natürlich. So hier hoch. Schauen, wie wir die Kurve noch gedreht bekommen. Ja, Maximalgeschwindigkeit, Problem gelöst. 76 Brücke. Schauen, dass wir die Kurvengeschwindigkeit noch ein bisschen angepasst bekommen hier. Obwohl 80, 75, das ist eigentlich ein ziemliches Tempo. Die fahren ja etwas hoch, ne? 80 wären okay. 7, 9, das geht nicht. Ich guck mal, ob wir durch den Tal, ob wir ja stattdessen durch den, dass das Tal durchfahren können hier. Hier unten lang. Ja, das geht viel besser. Jetzt haben wir's. Wurde im Chat auch gerade geschrieben von Tops, glaube ich. So kriegen wir es sauber rein. Schaut mal. Eine kleine Brücke hier noch. Einmal so. Gleich haben wir es. 2, 3. Ich glaube, wir haben es. So funktioniert es, ne? Denkt dran, die fahren von oben runter hier unten hin. Das heißt, hier unten kullern die. Nur das Anfangsstück, das darf nicht so krass sein. Das sieht doch alles gut aus. So, wenn wir noch ein geringfügig teurer machen. Aber das ist okay. Alles okay so. Einmal bauen schnell. Und zack. Wunderbar. Eine Strecke. Da steht sie. Jetzt müssen wir noch die Verbindung in den Bahnhof reinmachen. Ich hatte eben das Gleis wieder abgerissen. Und dann steht sie. Einmal schnell abspeichern mit F8. Und einmal Getreide abholen, hier hinbringen. Dann Mais und in die Lagerhalle. Hatten wir die schon gebaut? Noch nicht. Da stellen wir ein, dass Getreide wird ja gebraucht fürs Bierbrauen, aber auch als Grundnahrungsmittel, dass es auch umgeladen und woanders hingebracht werden kann, zu anderen Bahnhöfen. Das gleiche gilt für Mais. Wo starten wir zuerst? Das ist die schönere Strecke, hier fangen wir an.
Nein, wir nehmen die schönere Strecke. Ich will einmal Mais reinbringen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man auf Dauer vielleicht zweimal den Getreidebahnhof anfährt und nur einmal den Maisbahnhof. Weil Mais braucht man vielleicht weniger, ne? Weil man Getreide fürs Bierbrauen braucht und auch als Grundnahrungsmittel, da fährt man eher zweimal hin, ne? Einmal, zweimal, einmal. Anfangs wird man es nicht brauchen, aber auf Dauer ist es, glaube ich, klug. Okay? Das heißt, wir starten einmal hier vorne. Mit Mais. Mit Minimum einmal Mais mitnehmen. Dann geht es hier rein. Dann landen wir in Davis Halt. Dann wieder hier hin. Dann mache ich das nochmal. Da sagen wir allerdings, da musst du nichts mitnehmen, sonst bremsen wir uns am Anfang mal aus. Dann wieder hier vorne hin. Dann landen wir wieder dort hinten, okay? Ob Mais auch ein Getreide ist, ja. Aber es wird halt in der deutschen Übersetzung hier heißt es halt Getreide und Mais. Im Englischen hatten wir letztes Mal schon darüber diskutiert. Da heißt Mais, glaube ich, Corn, C-O-R-N. Und hier wird halt so interpretiert hier. Und wir bringen Getreide und Mais. Nach Missoula. Einmal Abfahrt. Ja, Melanie schreibt auch, für mich als Perfektionistin sei es echt schwierig, schreibt Melanie, bei solchen Spielen die Streckenführung zu optimieren. Ja, ich würde echt viel dafür geben, wenn es einen Einmal-Zurück-Button gäbe. Weil ganz oft passiert ist, ich denke, ja, eigentlich ist es gut, aber ich könnte noch so ein Ticken noch besser machen, so eine Winzigkeit. Dann mache ich einen Klick irgendwo an einer anderen Stelle beim Streckenbau und schon sieht alles doof aus. Und dann wieder auf den Status vorher zurückzukommen, ist fast unmöglich, ohne diesen einen Klick zurück-Button. Das ist dann oft nervenzerfetzend hier. Wisst ihr was, wir haben doch demnächst den Christian Günther hier. Als Gast, den Entwickler von Gaming Minds. Wenn ihr wollt, verabreden wir, ihr und ich, dass wir irgendwann mal gemeinsam diesen Vorschlag unterbreiten. Ja? Als offizielle Petition der WB-Community. Bitte einmal einen Klick zurück-Button hier. Oh, wie schön sieht das denn aus? Wunderhübsch. Hat sich echt gelohnt zu bauen hier. Schönste Strecke heute. Bislang. Vielleicht kommt noch eine noch schönere. Mal gucken. Wenn es gleich in die Rockies geht, Richtung Pazifik. Boah, da kriege ich richtig Lust, spazieren zu gehen oder wandern zu gehen. Einen Tag lang. Hügel rauf, Hügel runter, Näschen in den Wind. Ein bisschen bräunen lassen. Oder? Wer würde hier gerne wandern gehen? Hand hoch im Chat. Wer würde spontan sagen, ja, ich würde hier auch wandern gehen. Vielleicht in der Ego, also zumindest in der Ego-Perspektive und digital. Dort stellt euch vor, wir könnten ja spazieren gehen entlang der Bahngleise in der Ego-Perspektive. Ich weiß, es ist was anderes als Mutter Natur herself, aber trotzdem wäre doch was, oder? Bello Bismarck will sogar zelten. Den ersten Campingurlaub wünsche. Mit Anti-Bären-Spray. Ja, es gibt leider viele, viele wilde Tiere hier. Zum Beispiel Menschen. Gangster, Banditen, Pistoleros. Hallo Bender, wann der DLC rauskommt? Februar. Und vorher machen wir einen Preview-Stream mit Entwicklern. Wann im Februar steht noch nicht fest. Ich weiß gar nicht, ob die das selber wissen. Ich bin aber ständig im Austausch mit denen. Einmal Ankunft.
11 Millionen. Wir müssen wieder Geld ausgeben, Leute. Geld ausgeben.